Guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute bin ich ganz früh für euch rausgegangen in den Frühling. Frühling. Ich liebe den Frühling. Ich denke, da geht es euch ganz genau wie mir. Dieses wunderschöne Rosa, dieses Gelb, dieses Blau, all dieses Leuchten in der Natur, all dieses Erwachen, das gefällt mir so unendlich. Jeden Frühling erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf. Aber es ist nicht dieselbe Natur wie die, die wir letzten Frühling gesehen haben. Die Bäume, sie wachsen weiter in den Himmel, sie wurzeln tiefer in der Erde und der Stamm wird kräftig und stark und im Durchmesser umfangreicher. Was mich dann immer etwas traurig macht, ist, stellen wir uns den Menschen daneben, neben einen Baum, der jährlich in die Höhe und in die Tiefe, auch im Umfang, synchron mitwächst, dann stelle ich fest, und mir ist es am Anfang auch so gegangen, wir entwurzeln uns, wir reifen in unserer Krone, in unserem Kopf nicht mit. Und das dazwischen, unser Körper, und da ging es mir ganz lange Zeit ganz genau so. Das verkümmert, bleibt auf der Strecke. Das hat mich lange Zeit unendlich traurig gemacht. Und ich habe angefangen zu fragen, was ist los, was geht schief, was ist mit all den Menschen los, die so verrückte Sachen tun, Tiere quälen, die Natur kaputt machen, uns quasi selber entwurzeln. Was ist los? Deshalb bin ich auf die Suche gegangen, habe Fragen gestellt. Und wer Fragen in diesem Leben stellt, bekommt auch Antworten, wo auch immer her. Ja, eine der wichtigsten Sachen, die sich für mich ganz schnell aufgetan hat, war die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem, wer bin ich, was mache ich hier, wo will ich hin? Und deshalb polarisieren meine Bücher auch sehr auf Seelenebene. Weil ich habe festgestellt, dass wir etwas sehr Wichtiges in unserem Leben immer mehr vergessen. Und das ist unsere Seele, die letztendlich uns ausmacht. Wenn wir fühlen, wenn wir traurig sind, wenn wir fröhlich sind, wer fühlt? Wer ist sich dessen bewusst? Ja, all die vielen Fragen, all die vielen Kernfragen haben mich dann doch aufhorchen lassen und erkennen lassen, dass es um die Entwicklung unseres Bewusstseins geht. Dass es einen in unserem Körper geben sollte, der das Steuerrad in der Hand hat. Und das ist unsere Seele. Sie signalisiert uns auf vielen Wegen, wie es ihr geht. Und wir ignorieren es täglich immer mehr. Und die Quittung bekommen wir durch unsere Krankheiten. Wir denken nicht mehr an uns. Wir sind uns unseres Seins nicht mehr bewusst. Das möchte ich mit meinen Gedanken, die ich hier auf meinem Gedankenschiffchen äußere, wieder etwas in den Vordergrund holen. Es ist mir unwichtig, dass ihr mir glaubt. Es sind Denkanstöße. Ihr sollt eure eigenen Fragen stellen, euren eigenen Weg gehen. Ihr seid unterschiedliche Wege gegangen, nicht in meinen. Ich habe mein Paket zu tragen, aus diesem und wer es zulassen kann, auch aus anderen Leben. Und so geht es euch auch. Aber wichtig ist, dass wir endlich anfangen zu fragen, zu hinterfragen, zu sagen, was wir wollen. Wir haben einen freien Willen bekommen und wir machen davon keinen Gebrauch. Bei manchen, so hat es jemand mal gesagt, den ich sehr schätze, da kommt es einem vor, als hätte man den bei der Geburt am Kleiderständer abgegeben und wahrscheinlich nimmt man ihm den am Ende des Lebens wieder mit vom Kleiderständer weg. Aber dann, sag ich mal, haben wir uns in unserem Bewusstsein überhaupt nicht entwickelt. Ganz im Gegenteil. Was wir jetzt erleben, ist, dass wir in unserem Bewusstsein Rückschritte machen. Und ich möchte euch mit meinen Beiträgen aufrütteln, hinzuschauen, was passiert mit euch, was wird mit euch gemacht, warum
wird das mit euch gemacht. Wer nachher etwas tiefer einsteigt, meine Gedichte auch mal anhört, sie sind immer die Essenz dessen, was ich mir, worüber ich mir Gedanken mache. Ich möchte einfach nur aufrütteln, möchte, dass ihr euch erkennt als das, was ihr seid, als eine Seele in einem Körper, die hier ist, um das Bewusstsein zu erweitern, Erfahrungen zu machen und aus den Erfahrungen zu lernen, mutig weitergeht, neue Erfahrungen macht. Die ganzen Wieso, Weshalb, Warum, die kleine Maus, die Sendung mit der Maus, das ist für uns Erwachsene ganz genauso wichtig und darf nie aufhören. Wir dürfen nie aufhören zu fragen. Ihr werdet staunen, welche Antworten ihr bekommt und wie schlüssig ihr ganz selbstverständlich und schnell das große Ganze erkennt, was mit uns geschieht. Und dann überlegt, was wollt ihr? Etwas nicht zu wollen, ist der erste Schritt. Aber wenn ich etwas nicht will, baue ich einen Widerstand auf. Das nützt uns nichts. Wir müssen klar sagen, was wir wollen.